Bei der Vertiefung 6 haben wir im Thema 1 die Wechsel drinnen, von unten nach oben, von oben nach unten oder diese 90 Grad Wechsel mit der Handfläche. Hier geht es darum, dass man allgemein im Chisao eigentlich sagen sollte, Wechseln vermeiden. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwo hindrücke und sie einen Wechsel macht, kann ich natürlich auch in dem Moment genau zuhören. Ja, weil das ist so 100% ist das ja nie, dass das ganz genau immer den Druck aufrecht hält oder dass man immer genau den Punkt haltet, sodass, wenn jemand sehr geübt ist, auch hier eben reinhauen kann, wenn der Arm gewechselt wird. Darum üben wir die so gut wie möglich, um die Lücken so klein wie möglich zu machen. Wenn wir jetzt oben sind und der Wechsel passiert von unten nach oben, dann gehen wir runter, bis der Arm parallel zum Boden ist, in dem Bereich, und ich drücke dann noch ein Stück weiter nach unten, damit sie den Wechsel nach oben machen kann, hier rauf. Wenn ich noch von unten nach oben drücke, macht sie wieder genau das Gleiche. Wenn sie das bei mir macht, dass sie geht mit dem Arm nach unten, ich wechsle hier rum, oder sie geht mit dem Arm nach oben, dann wechsle ich hier rum. Und das, den Wechsel, den mache ich so eng am Handgelenk wie nur möglich, so dass sie den Druck noch nicht ausnutzen kann, dass sie hier nicht reinhauen kann. Das heißt, immer wenn sie nach vorne schlagen möchte, in dem Moment, egal wann, muss ich lernen, hier auch schließen zu können und eben dann hier weiter nach vorne zu machen. Also ich darf jetzt nicht einfach nur wechseln und dann versuchen hier raufzugehen, sondern ich brauche immer einen gewissen Druck gegen das Handgelenk. Wenn wir mit den Handflächen auf den Armen drauf sind, hier, dann lernen wir mal einen 90-Grad-Wechsel. Wir sind hier drauf, haben die Handfläche am Unterarm, sie drückt nach unten, dann gehe ich mal nach außen hin, um hier meinen Paxer, meinen Druck hier zu erzeugen. Wenn sie nach außen drückt, dann gehe ich nach oben, um hier Druck erzeugen zu können. Nach innen geht hier in diesem Fall nicht, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn sie wieder nach oben drückt, gehe ich wieder nach außen. Wenn sie nach außen drückt, gehe ich wieder nach unten. Und das ist dann ein ewiges Spiel, dass ich lerne, hier am Punkt genau dran zu bleiben und umgekehrt machen. Ich drücke nach unten, sie geht nach außen. Ich drücke nach außen, sie geht nach oben. Ich drücke nach oben, sie geht nach außen. Ich drücke nach außen, sie geht nach oben. Also sie rutscht immer genau vom Druck weg, um eben einen neuen Vektor zu generieren, um dann die Abwehr leichter machen zu können. Wo kann man das jetzt hier brauchen? Ja, dass ich sage, okay, wenn ich schon in Kontakt mit dem Gegner bin, ja, und eher Außenkontakt habe, Entschuldigung, wenn ich Außenkontakt habe und ich merke, ich will hier schlagen und sie drückt meine Arme nach außen, in dem Moment, dann gehe ich einfach oben drauf, dann kann sie so viel nach außen drücken, wie sie will, ja, und dann kann ich wieder schlagen und kann das hier ausnutzen. In dem Fall habe ich auch noch ein bisschen gezogen hier, um das Ganze noch zu verstärken, was sie hier gemacht hat. Für das zweite Thema in der Vertiefung 6 bei den Wechseln machen wir das Ganze unten oben wechseln, innen außen wechseln und diesen 90 Grad Wechsel auch im Chisao, das heißt im Beidarmigen. Und hier geht es dann wieder die einfache Version bei außen, außen, innen, innen. Und die schwierige Version ist die alternierende Position. Und jetzt geht es halt nicht nur darum, hier die Wechsel zu machen, sondern dass, wenn ihr jetzt nach unten drückt und sie jetzt hier den Wechsel macht, dass sie den hier nicht vergisst, dass sie hier auch schlagen könnte. Ja? Oder wenn ihr nach oben drückt und sie den Wechsel macht, dass sie den hier nicht vergisst. Und auch wenn ich hier nach unten drücke und sie diesen Wechsel nach innen macht, ja, oder ich nach außen drücke, wieder hier rein drücke, nach unten gehe, nach oben gehe, dass die Spannung hier in dem Arm ständig da ist. Ihr könnt es natürlich ganz, ganz schwer machen, diese Übung, und könnte sagen, wenn ich hier nach unten drücke, dann drücke ich hier nach innen. Oder wenn ich hier nach außen drücke, dann drücke ich hier nach unten. Und sie muss dann beide Positionen immer einnehmen und muss immer schauen, dass sie genau die Übung jetzt hier nachmacht, um
unabhängig voneinander arbeiten zu können, dass die Arme jetzt nicht immer gleich miteinander arbeiten, sondern dass die Arme auch unterschiedlich voneinander arbeiten können, damit man nicht, wenn wir im Kontakt sind mit dem Gegner und hier passiert irgendwas, dass ich dann der hier zum Beispiel auch mitwechsle und vielleicht diesen Fehler mache und mich dann in Gefahr bringe, dann sage ich, okay, ich möchte auf einer Seite wechseln und dann möchte man gleich wieder weitermachen und hier arbeiten können. Also wirklich nur auf den Druck reagieren, der auch vom Trainingspartner dann ausgeübt wird. Das Thema 3 in dieser Vertiefung haben wir das Rutschen an den Armen, damit ich lerne, im Kontakt mit dem Arm zu bleiben. Ein großer Fehler bei den ganzen Wechseln ist halt immer der, dass wir hergehen, wenn ich jetzt den Wechsel mache, dass ich weggehe von dem Arm oder mit Geschwindigkeit dann versuche hier rumzugehen, während sie runterdrückt. Ich muss den Arm ständig unter Kontrolle haben, muss immer den Kontakt haben. Damit ich aber nicht zu sehr reindrücke oder zu wenig mache, gibt es diese Übung hier, wo wir hergehen an den Unterarmen, hier dran, dass sie greift, ich greife und wir beide ziehen und rutschen jetzt hier an den Armen entlang, wechseln und wir beide drücken. Und dann wieder. Beide ziehen wir, beide drücken wir. Beide ziehen wir, beide drücken wir. Das sind die schiebenden Arme, um hier dran zu bleiben in diesen Positionen. Genau, wie gesagt, ziehen und drücken kann. Ich darf nicht zu viel Druck aufbauen, weil ich möchte mich ja bewegen an den Armen. Ich darf aber nicht zu wenig Druck aufbauen, weil sonst könnte natürlich, wenn sie jetzt zum Beispiel, weil sie jetzt körperlich schwächer ist jetzt hier, wenn sie zum Beispiel nachgeben würde, dass es nicht aushält, die Kraft, dann kann er natürlich auch nach vorne gehen. Ja, und könnte natürlich jederzeit hauen. Es geht halt darum, hier optimal hier im Kontakt zu bleiben, um ziehen und drücken zu können. Beim vierten Thema in dieser Vertiefung für Push and Pull haben wir die Rundangriffe aus dem Cheeser raus. Das heißt, wir decken unseren Kasten ab mit unseren Armen und der Angreifer geht an diesen Armen rund vorbei. Entweder hier oder hier nach innen, ja, oder er kommt auch mit, ihr könnt auch mit Rundangriff so reinkommen, also ich mache entweder einen Schwinger, einen Haken, einen Uppercut oder einen Reverse hier, oder Backfist. Aus diesen Positionen heraus ist es so, dass wenn sie jetzt hier den Rundangriff macht, dass ich lerne, die Winkel einzunehmen, um dann wieder auf die Kraft reagieren zu können. Hier oder hier diese Angriffe oder auch hier mit dem umgehen lerne oder hier mit dem umgehen lerne oder wenn es der Haken wird, dass sie näher rankommt und dann hau, dass ich auch lerne, dass sie vielleicht umgreifen muss in diese Position. Das wäre die Abwehr, das Abwehrtraining, also wo ich Bongsau, Lanzau, Tanzau, Fuchsau diese Positionen übe, diese Winkel richtig positionieren, dass ich nicht einfach, wenn sie jetzt rund zuhaut, da zur Schulter zum Beispiel, und hier, dann wäre das blöd, sondern dass er wirklich hier diesen Winkel einnehmen kann, damit ich dann hier rüber gehen kann und dann wieder hauen kann und wieder die Kontrolle habe und diesen Kasten so gut wie möglich schütze. Selber möchte ich natürlich auch angreifen lernen, das heißt, wenn ich hier bin, dann mache ich das nicht absichtlich so, damit sie jetzt hier ihre Übung machen kann, das wäre, um sie zu schulen, sondern ich versuche hier anzugreifen und hier reinzurutschen. Das sieht man, ich brauche hier ein bisschen dieses Glipschen auch, ja, ich brauche dieses Verdrängen, ich brauche dieses Dranbleiben, weil ich sonst, wenn sie in Kontakt mit mir ist, ja gar nicht von dem Arm wegkomme. Oder wenn ich den Uppercut gebe, dass ich hier reinkomme in dieser Position, dass ich nicht einfach nach unten gebe, dann helfe ich ihr wieder damit, sondern dass ich hier so eng wie möglich nach vorne schlage, um wieder schlagen zu können. Oder wenn ich den Haken gebe, dass ich nicht einfach jetzt hier nach vorne renne, sondern dass sie mich hauen könnte, sondern dass ich geschützt nach vorne gehe, um dann den Haken hier ins Gesicht zu kriegen, ohne dass sie mich dabei die ganze Zeit hauen kann. Und dann lerne ich geschützt anzugreifen, im Kasten anzugreifen, so eng wie möglich anzugreifen und auch so direkt wie möglich anzugreifen.
Beim letzten Punkt in dieser Vertiefung geht es wieder um die Anwendungen. Hier geht es darum, wenn ich gedrückt werde, zum Beispiel ganz nochmal vorbei. Ready? Ich schaffe es. Beim letzten Punkt in dieser Vertiefung geht es wieder um die Anwendungen. Hier geht es um Ziehen und Schubsen. Ja. Also geht es hier um den Schubsbereich. Das ist der am häufigsten vorkommt. Hier geht es darum, wenn die Arme gegriffen werden, dass sie zum Körper gedrückt werden oder eben auch an die Wand gedrückt werden. Ich zeige es mal so, hier, damit man sieht, was ich meine. Entweder das hier so zum Körper zu drücken oder eben ganz typisch das hier so an die Wand gedrückt werden. Wenn das passiert, dass die Arme gegriffen werden, dann ist hier schon mal wichtig, dass sie jetzt ja auch die ganze Zeit gelernt hat, wenn ich drücke, muss sie auch ein bisschen drücken. Und wenn es jetzt zum Körper geht, dann gibt sie, so wie in den vorherigen, mit dem Push und Pull, mit dem Arme greifen und auf den Körper drücken, gibt sie so nach, dass sie das hier ausnutzen kann, dass sie hier sich befreien kann aus dem Griff raus und immer wieder einen Gegenangriff starten kann. Das mache ich in verschiedenen Höhen, mal zum Kopf, mal eher zum Brustkorb, mal eher nach unten drücken, aber es geht immer zur Mitte des Körpers. Und dann geht es außerhalb des Körpers oder zu den Schultern, um die Arme hier zur Seite zu bekommen. Da haben wir unseren vierten Satz, das Sinn und Plan, wo ich dann lerne, wie komme ich denn von einer Position von innen jetzt auf die obere Position drauf. Und das ist wieder genau dieses Wechselspiel, dass ich lerne, von hier da oben drauf zu gehen, um das dann hier wieder anwenden zu können, wenn ich wieder nach vorne gucke. Sollte ich zu viel Masse haben, zu viel Power nach vorne, kann ich immer natürlich einen Schritt machen und kann dann wieder das Gleiche dazu machen. Wenn ihr die Techniken gerne mal ausprobieren wollt, wie Chisao genau funktioniert, wie sich das anfühlt mit dem Kontakt, mit dem Druck des Gegners, ist das wirklich so, dass hier geschlossen ist, dass man hier nicht durchschlagen kann und wie man die Kraft des Gegners ausnutzen kann, dann könnt ihr gerne bei uns ein Probetraining machen, entweder bei uns auf die Website gehen, online buchen oder auf unsere Partnerschulen und dort sich per Mail oder Telefon einen Trainingstermin ausmachen, reinkommen, mitmachen, anschauen, anfühlen, vor allem das Ganze. Und dann entscheiden, ob Wing Chun was für euch ist. Wir freuen uns auf euch.